Es ist ein sehr schönes Gefühl, in Köthen zu sein und gleich zum zweiten Mal. Ich war vor 2 Jahren bei den Bachfesttagen mit dem Kölner Kammerorchester. Und ich spüre die Präsenz von Bach. Ich glaube, das spürt man. Es hat natürlich auch ein bisschen mit Marketing zu tun. Aber es ist ein schönes Gefühl. Und ich muss dazu sagen auch, dass es ein sehr aufregendes Festival, diese Bach-Festtage, weil es halt auch den Bach in einem neuen Licht und quasi in einer zeitgenössischen Perspektive gibt. Und da hat man auch wieder quasi die Bestätigung, dass Bach eigentlich eine Musik für die Zukunft ist. Das Schöne ist, dass die Musik sich auch verwandelt über die Jahre. Ich habe das damals sehr oft gespielt, ich habe die Goldberg-Version sehr oft gespielt und dann auch mal ganz lange nicht mehr gespielt. Und dann sammeln sich wieder ganz viele Ideen im Kopf. Und eine der Ideen, die mir eingefallen ist, war halt diese Goldberg City Variations. Das heißt, quasi nochmal an das alte Werk, den alten Meister, aber mit einem ganz frischen neuen Projekt. Die ganz basische Idee ist, mit den Goldberg-Variationen eine Stadt in Echtzeit zu bauen. Und das klingt sich erstmal ganz verrückt an, aber ich finde erstens, dass die Struktur von Bassmusik und ganz, ganz besonders von den Goldberg-Variationen einen sehr mathematischen, quasi architektonischen Wert hat. Und ich bin dann eine Art Middleman, also Mittelmann, der die Musik spielt und durch die Technologie von heute, von 2016, auf einer Leinwand in Echtzeit eine Stadt baut. Und der Flügel, den ich benutze, ist ein Yamaha MIDI-Flügel. Das heißt, er hat auch die Kapazität, digitale Daten zu schicken. Nicht nur akustische Klänge, sondern auch 1 und 0, die sofort in den Rechner gehen. Und das sind halt die Daten, die benötigt sind, um dem Rechner sozusagen die Meilensteine der Stadt zu geben. Es ist eine Stadt, die gut tut. Es ist keine Stadt, die stresst oder die Menschen durcheinander bringt. Ich glaube, es gab Versuche in der realen Welt, solche Ideen umzusetzen. Ich denke jetzt an Brasilia zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass es geklappt hat. Und vielleicht ist es dann besser, das im Idealen zu behalten und mit Ideen wie zum Beispiel die Goldberg City Variations aufzukommen.